Was geht ab, ey, ihr Tiefseetaucher und Tiefseetaucherinnen? Ich bin's, der DeepHunterEP, und wir spielen hier wieder einmal Hexit, ja. Ich bin noch an Hexit und Minecraft und alles andere gewöhnt. Nämlich Feed the Beast mit mir, dem DeepHunterEP, wie gesagt. Und ja, in dieser Folge wollen wir natürlich wieder einmal was Geiles reißen. Nämlich direkt am Anfang eine gute Nachtgeschichte. Im Bettchen. Da ist schon meine Mutter hier reingerannt und erzählt mir eine gute Nachtgeschichte. Die wohnt nämlich gleich um die Ecke. Ja, und ja. Ich wollte gerade das LP vor 5 Minuten starten, aber. Also 5 Minuten, ja. Und das ging aber nicht. Ja. Und schreibt mir in die Kommentare, was ihr von einem Livestream halten würdet. Und ja, dann könnten halt alle, die meine Seite angucken, also alle auf einmal dann halt watchen. Und mein Ziel wäre es eigentlich sogar beim ersten Livestream 5, 6 Leute zu haben, die dann halt zugucken. Für den allerersten wäre das für mich schon toll. Für meinen allerersten Livestream mit euch, meinen geilen Tiefseetauchern. Ja. Also schreibt mir wie so ein. Und ihr könnt natürlich mir auch kaum Spielempfehlungen schicken, die wovon ihr lieber was hättet. Also Watch Dogs jetzt für Assassin's Creed mäßiges halt jetzt nicht unbedingt. Dafür braucht man ja eher so einen Controller, und meiner ist momentan am Arsch und damit kann man halt nicht zocken, und ja, deswegen halt. Ja, also schreibt mir einfach in die Kommentare. Und dann werde ich es mir natürlich angucken. Das Spiel einfach so als Trailer. Könnt ihr einen Link schicken von einem YouTuber, der das macht. Und das würde natürlich dann einfach alles vereinfachen. Und dann würde ich sagen, bauen wir mal unser Gehege vor der Kühe, das ich hier vorbereitet habe. Nämlich im Offscreen-Modus. Also das hatte ich natürlich schon abgebaut, aber noch ein bisschen mehr. Wie hier, das mit dem Hügel, das war noch nicht da. Also habe ich gerade einfach offscreen gemacht, da ich nicht anfangen konnte aufzunehmen wegen dem Voodoo Crafting LP. Der wollte dann halt noch nicht im Video dabei sein, da der offline muss, seinen Hobbys nachgehen. Nein, privat halt. Werde ich jetzt nicht rum erzählen hier. Ihr wisst ja alle, er ist fett, also ihr wisst ja auch, was er machen muss. Nein, war Spaß. Nein, er ist zwar nicht fett, aber leicht übergewichtig, ne, würde ich echt sagen. Also er ist halt nicht zu diskriminieren. Ist natürlich alles nicht wahr. Ich kenne ihn ja nicht persönlich. Hört auf damit, ja. Hört auf, andere Menschen, andere Menschen zu mobben, nur wegen ihrem Aussehen. Ja, das mache ich ja auch nicht. Ja, sowas macht man einfach nicht, Leute. Das ist echt unsozial. Andere Menschen fühlen sich dann gemobbt oder sowas, ja. Und dann, ja, dann bleibt der ganze Scheiß an euch hin, ne? Also wenn er sich erhängt und im Abschiedsbrief steht, dass die und die Person hat mich die ganze Zeit gemobbt und gemobbt und gemobbt, so will ich nicht mehr leben, und er hängt sich, dann bist du gearscht, gell, wegen Mobbing, ne? Ja. Dann seht ihr dumm aus. War keine Angst, passiert jedem mal. Also auch mal was Tolles im Leben, ne? Und ja, ich würde hier gerne einen Weg auslegen. Doch, komm, ist alles richtig. Schaufel in der Hand, weil mein Lehrer immer sagt, hoch die Herzen. Ich bin sicher, hoch die Herzen. Toll, habe ich das sonst gebaut. Kann das sein, dass man Grasblöcke länger abbauen muss als Erdblöcke? Also mit der Hand jetzt zum Beispiel. Ja, also Leute, ne, ihr wisst ja, in die Kommentare schreiben, habe ich gerade eben noch gesagt, Livestreamen oder nicht, also der erste entscheidet nicht, aber halt so gesehen die gesamte Menge. Also natürlich jetzt, also das Satz zählt jetzt nur für die Woche. Also erstellt euch, Leute, ernsthaft jetzt mal bitte einen YouTube-Account, wenn ihr keinen habt, und kommentiert auch mal die Videos, ja. Ihr könnt dann nicht einfach alle rumhocken, euch ein Video reinziehen und sagen, okay, hat mir gefallen, schreibe ich mir aber nicht, ja. Muss er ja nicht wissen. Das ist scheiße, Leute. Das gefällt keinem YouTuber. Ja. Wenn er einfach tausend Milliarden von Aufrufen hat und dann nur ein Like hat. Ja, das ist behindert. Ganz ehrlich. Okay, man kann auch wenig Abonnenten haben. Also schreibt mir natürlich auch in die Infos, ob ich so Tutorials machen soll. Ja. Die ich halt so gut wie jeder mal gerne reinziehen würde. Was ich von dem Spiel halte, jetzt natürlich nicht. Aber das ist unnötig, das zu kommentieren und darüber ein Video zu machen. Ja. Wenn ich ehrlich bin, ist es echt unnötig.
Ich mach die Mine hier ganz zu. So. 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 Boah! Wie oft habe ich mich jetzt verbaut, ey? Ha, geschafft. Ja, dann hüpfen wir hier wieder hoch und mal gucken, was wir noch so machen könnten. Ja, wie gesagt, ich mache meine LPs echt unvorbereitet. So, ich will meine Kühe suchen gehen. Was mein Weizen, das habe ich wieder abgelegt, ne? So. Die können ja nicht weit weg sein. Da, ihr wollt mich doch verarschen. Wo sind meine verfickten Kühe hin? Verbaut. Ja, Daisy war mal voll equipped. Ich weiß halt nicht, aber der hat Livestream gemacht jedenfalls. Wir haben mal gleich umgesnackt. Hatte ich mal. Ja. Ja. Leider nicht aufgenommen zu dem Zeitpunkt. Das war nämlich, bevor wir mit dem Aufnehmen gestartet hatten. Da war jemand am Livestream und den habe ich dann knallhart erschossen. Knallhart. Ja, wir haben Fitness gemacht. Dann sind wir weitergelaufen und dann... Bumm! Hat es geknallt und da war der weg. Ja. Da ich auch eine M4, ja, wie in meinen Videos, also auch wenn ihr Minecraft-Freunde seid, ja, guckt euch auch meine Civilization 5 Videos an, auch wenn euch das Spiel zum Beispiel nicht interessiert. Kann aber sein, dass es da Besserungsvorschläge gibt, ja, weil ich muss das ja nicht unbedingt machen, aber ich mache es gerne einfach für Leute, die zum Beispiel Strategiespiele mögen oder Minecraft gerne, damit ihr auch an auf andere Spiele kommt. Gut, viele gucken natürlich erstmal bei Pizmeat, aber ich bin halt ein bisschen erfahrener als die von Pizmeat in dem Spiel, weil ich das schon eindeutig länger zocke. Die machen erstmal ein Tutorial an und zocken ja schon, ne? Gut, das erste Mal habe ich bei einem Kumpel gespielt. Da hatte ich schon beinahe verkackt. Aber immerhin, ich habe mich gut geschlagen durch seine Hilfe. Zum Teil Hilfe. Und wo sind meine verfickten Kühe, frage ich mich gerade, ganz ehrlich. Wo sind diese scheiß Kühe? Lol, meine ganzen Tiere. Mann. Leute. Da ist eine Kuh. Kau. Folge mir in den Exil. Dankeschön. Hoch mit den Herzen, mein Freund. Hoch mit den Herzen. Du Kuh, bist ein bisschen behindert, kann sein. Ja, komm. Du Hure, hab dich gefangen. Da suchst du einen anderen Freund noch, der hoffentlich nicht gestorben ist wegen Dummheit. Das zeige ich die Kuh an, ey. Und was bringt jetzt der Scheiß, wenn Vanille wächst? Jetzt ganz ehrlich. Es ist viel to be slide für die, die es jetzt nicht wissen. Ja, habe ich glaube ich sogar in meiner Videos gesagt. Ah ne, Donner, das ist doch kein Vulkan, ich wollte schon sagen. Mann, wo ist die andere blöde Kuh? Hä? Blöde Kuh. Ist ja zweideutig. Lol, hat Gang. FPS-Einschluss, scheiß YouTube. Nein, scheiß YouTuber. Kannst du keinen Rechner kaufen, ne? Ich schreibe jetzt bestimmt mal da rein, ey. Ja, weiß Äußerungsrecht, ne? Trotzdem, wo ist die andere schwule Nutte? Ey, hallo? Kann doch nicht sein, dass ich die eine Kuh nach 5 Minuten finde und die andere einfach nicht. Naja, scheiß drauf, ja? Vielleicht werde ich es noch auf... Also, ich werde es jetzt offscreen suchen, ganz ehrlich. Also, später. Also, keine Kuh vermehren, ja? Aber ich werde es offscreen finden. Hoffentlich, weil damit will ich mich jetzt nicht die ganze Folge jetzt beschäftigen. So, wir haben eben schon noch 10 Minuten. Unglaublich. Ja. Choco, Cocoa Beans, Clay, Flint, Silver, Ore. Pumpkins könnte man natürlich auch anpflanzen. Wir haben schon 4 Diamonds und 2 Smaragde, also ein
Ofen. Einen. Wobei, das gibt's hier glaube ich nicht. Ich kann natürlich auch Tacked Light machen oder sowas. Also schreib mir in die Kommentare, was ich so let's playen soll. Ja, ganz ehrlich. Das interessiert mich auch, was euch interessiert. Und die Videos, ja, ich bin nämlich nicht so ein Spasti und ich werde es mir dann angucken. Okay. Tin Ingot. Lol. Der ist hobbylos, ist hoffentlich keiner. Dann benutzt das. Ach, das ist das Teil. Okay. Ja, create a strong box. Hardened Rainforest. Hardened Glass. Pulverized Lead, Pulverized Obsidian, Hardened Glass. Resonant. Enderium Nuggets. Aus einer Enderperle craftet man sich den Scheiß. Achso, okay. Chest. Hier gibt es bestimmt so Iron Chests und so ein Scheißweg, oder? Nee. Chest und dann Trapped Chest. Ach, man braucht einen Stock, einen Block, einen Holzblock, ein Brett und ein Eisen für den Scheiß. Ah ja, okay, interessant. Lithium Jetpack. Diamond Chestplate. Achso, okay, ja. Eine Box. Das sind also nur die paar. Jukebox natürlich auch noch. Auto-Jukebox, okay. Icebox. Icebox kenne ich jetzt nicht. Bricks und zwei Eisen, Inge. Okay, interessant. Wenn ich mir was. Eine Hardened Invar Ingot. Und Invar Ingots bekommen wir wie? Tin Ingot. Habe ich bestimmt. Habe ich bestimmt. Also für die Strongbox. Das wüsste ich jetzt gerne, wie die aussieht. Tin Ingots, 4 Stück. Okay, wollen wir mal gucken. Haben wir in der Truhe Tin? Bestimmt nicht, ey. So 100% schon wieder nichts. Da, ey. Schon wieder nichts. Ist doch nicht wahr. Wie geht das denn? Alles, was man mal braucht, hat man nie dabei, Mann. So, nicht normal. Und die Nacht, die sollte auch nicht so oft auftreten. Das ist scheiße mit der Nacht gemacht. Ganz ehrlich. Man hätte ja mal hinzufügen können, dass man wie bei Daisy zum Beispiel einfach eine längere Zeittag hat, ja. Das heißt, so, sag mal, man hat in Minecraft insgesamt hab ich eine Waffe. Scheiß Samurai, Junge. Ja, wenn ihr wisst, wie man hier auch für ein Resource Pack bekommt, dann schickt mir das mal. Wobei auch Default ganz okay ist, finde ich. Ja, gut, Minecraft an sich spielt man mit Swags oder mit anderen Resource Packs. Aber das da, hier, das sieht ganz okay aus. Ja, dafür gibt es keine Anleitung, ne? Ist halt behindert. Square Glass, Thickened, Sandy Glass. Alter, wer macht Sandy Glas? Ganz ehrlich, sandiges Glas. Shit schon aus Glas, Leute. Leute. Hallo? Ist so ein bisschen dämlich, ne? So, ich habe echt gerade null Plan, was ich machen könnte. Ich könnte natürlich eine Expedition starten. Fülle gleich mein Inventar und nehme nur ein Schwert mit. Das böse Schwert. Und ich habe kein Eisen dafür. Mist. Also, wissen wir jetzt schon, was wir diese Folge machen werden. Leute, wir wissen es jetzt, ja. Wir gehen nur noch den Rest der Zeit noch ein bisschen in die Mine. Ist ja unglaublich, für wenig Eisen ich hier einfach habe. Ja,
Silber nehmen wir mal mit. Ne, man weiß ja nie. Lapis nehme ich jetzt nicht mit, auch habe ich gar keine Lust, den ganzen Müll damit mir mitzuschleppen. Okay, mal gucken. Zwei, okay, und dann kann man's. Boah, ich wollte gerade sagen, und schon Diamanten. Das wäre es jetzt gewesen, Leute. Das wäre richtig geil, ey. Pharaohs, Mann, das braucht man einfach nicht. Ich brauche es aber trotzdem ab, sonst steht hier im Weg. So. Oh, ich habe vergessen, Fackeln mitzunehmen. War so, schon wieder so klar, dass bei diesem Block explodiert. Das habe ich mir schon insgeheim gedacht, Leute. Ja, ich lüge nicht, ich wusste es einfach. So, jetzt kommt der Oberblock, wird platzt. Ja? Also nicht, dass dieser Block genau ist. Aber dass es einfach bei dem oberen Block ist, ich muss wechseln, ja? Oh, Gold. Oh ja, klar, ich war mit Erdbeeren. Ich habe ja keine Mangelware. Jo. Ja, wir nichts finden, fahren wir einfach mal ein bisschen Kabel. Den die auch zu verschieben. Diamonds! Ist nicht normal, Leute, wie ich es einfach andauernd finde. Egal was ich zocke, man. Diamonds, Diamonds, Diamonds. Ja, also ich finde, das ist schon echt unnormal. Schon wieder drei. Ja, schaut euch meinen normalen Minecraft-Videos an, schaut es. Das kann böse enden. Aber da ist Obsidian. Okay, dann würde ich sagen, lass mal gerade zurück. Oh, und der Gang war ein bisschen länger als die anderen Gänge. Ja, naja. Passiert, ne? Ach, den Gang hat schon angefangen. Hier, ah, nee, ist ein Lied. Ich brauch Tin. Eisen, 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 Eisen. Leute, da ist Eisen. Unglaublich. So, dann kann man den Gang hier ein bisschen weiter und den Gang ein bisschen weiter. Da kann man immer noch ein bisschen weiter. Vielleicht will man hier wieder mal was Geiles, Geiles, Geiles. Man weiß es ja nie. Boah, der Blitz. Moment mal. So, da ist. Boah, Leute! Wenn der Sam jetzt nicht aufgefallen wäre. Leute, 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 dann müsste ich ja fast dumm sein. Hallo. Ey, gut, dass ich den Block hier abgebaut habe, sonst hätte ich jetzt den da auch nicht gesehen. Hallo? Wie geht das denn? Innerhalb so kurzer Zeit so viele Diamanten. Okay, es geht mehr, mit Glück aber. Oder wie Kronk hier mit seinem Silk Touch, weil er plötzlich die ganzen Diamanten in seinem Lager hatte. Ja, aber scheiß drauf. Wir haben schon wieder Diamanten gefunden. 7 Diamanten. Also wir nähern uns meiner Ziel an Diamanten. Nein, Spaß, mein Ziel ist es hier über eine Truhe voll zu bekommen. Nein, ich will natürlich nur den Enderdrachen töten. Das ist das, was zählt. Das Schwerste ist halt nur rüber zu kommen, ohne dass er einen kriegt. Also man kann natürlich hier mit dem Jetpack rüberfliegen, was ich bestimmt machen werde. Also ich werde mir einen Jetpack nehmen und dann fliegen wie ein Engel. Ja, bis ich bei ihm bin und dann halt alle Ziele mit dem Jetpack zerstören, mich dort irgendwo hinstellen, also die ganzen Teile, dann fliegen, mit dem Bogen abknallen und dann den Enderdrachen töten und töten und töten und töten, bis ich es gewinne. Okay, Leute, das war's dann für die heutige Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Like, Abo da und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Wenn es wieder heißt, Let's Play Feed the Beast mit mir, dem Deep Hunt LP, ne? Liken, abonnieren und kommentieren. Kommentieren ist Pflicht, Leute. Das ist echt Pflicht.
Ich bitte euch nicht nur darum, ich befehle es euch, nein, ich befehle es euch nicht, aber ganz ehrlich, lasst doch auch mal ein Like, Abo oder also ein Kommentar da. Das ist natürlich auch was Tolles. Und wenn ihr sagt, Like, Abo hast du, dann müsst ihr auch schon ein Like und ein Abo hinterlassen. Das ist natürlich auch ein Unterschied, was viele Leute vergessen. Die sagen, habe ich jetzt viel oft, ganz oft gehabt, jetzt in meinen Videos. Einer zum Beispiel schreibt, ja, bitte abonniere mich auch, gell? Dann, ich habe dich nämlich auch abonniert und geliked und in jedem Video. Ich guck's auch, du zockst dieselben Spiele wie ich. Und dann zockt er ganz was anderes. Das ist unnormal. Also den Spasten, da hasse ich. Ich sag euch nicht den Namen, ich bin nicht unsozial. Ja, ich will den nicht schlecht machen. Ist natürlich auch ein YouTuber. Und wie der heißt, werde ich nicht sagen. Voodoo Crafting LP hat das natürlich auch schon gehabt mit dem jetzt, mit derselben Person. Der hat denselben Text wie ich erhalten. Ja. Und ja. Aber ich sagen, Leute, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Haut rein, Leute. Tschüss.